Ja, hallo, guten Morgen, Freunde. So, ich bin's, der Alex. Da fahren wir jetzt mal zum Rollertreffen. Mal gucken, wer schon alles da ist. Wir haben noch ein bisschen früh. Wir haben jetzt gerade mal 11:30 Uhr. Um 12 Uhr soll da Treffen sein. 12:30 ist ja die Abfahrt. Ja, da schauen wir doch mal, wer da alles kommt, wer schon alles da ist. Und ja, ich denke mal, dass vielleicht schon ein, zwei da sind. Wetter ist ja bombig heute. 20 Grad soll es werden. Trocken, viel Sonne. Optimales Wetter für ein Rollertreffen. Habe ich extra so bestellt. Ja, da schauen wir doch mal. Ja, ich denke mal, dass vielleicht der 350 Kubik Guido dann gleich da ist. Der wollte auch schon um 11:30 Uhr, wollte der da sein. Ja, da gucken wir mal. Ja, der Rollertreffen ist ja unter der Stelzenautobahn in Leverkusen. Das ist direkt an dem Fußballstadion. Und zwar ist das diese Autobahn. Und da drunter ist ja diese Stelze. Und da treffen wir uns heute. Ja, gar keiner da. Ja, ist doch super, da bin ich ja der Erste. Prima, ich bin der Allererste, das ist gut so. So, da werden wir die Aufnahmen jetzt erstmal auf Stopp machen. Ich will ja nicht direkt den Akku leer saugen. Der Hammer, ruft der Markus mich an, der steht auf der anderen Seite, stehen die. Verstehst du, ich stehe hier die ganze Zeit und warte auf die, Hammer, Hammer. Bist du doch mit der KTM gekommen? Ich hol die andere mal. Nee, da kommen wir schon, da kommen wir schon. Ja, jetzt haben sie es endlich geschafft. Junge, 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 Junge. Meine Güte, ich hab doch hier gesagt, immer, ich stehe immer hier. Ja, ich weiß nicht, ich bin das erste Mal hier und da hinten zwei Städte mal wieder. Haben wir alle sind da gefahren. Du bist der Einzige, der falsch ist. Ich habe ja gesagt, ist doch egal, stellt mal also in eine Reihe. Du bist der Einzige, der falsch ist. Ja, ja, stellt mal alle in eine Reihe. Und hier ist er wieder, der Rollerwolle. Aber nicht mit dem. SH hat er zwar mitgebracht, aber nicht die schöne rote. Die ist von ihm hier. Er will sie auch nicht abgeben. Nee, kein Fall. Wir können der Rollerwolle kann er mit dir tauschen. Hast du eine schwarze? Nee, gib ich dir einen Kaffee aus? Und ja, kannst du noch ab. Kannst du die ganze Kanne aufgeben. Und hier ist er wieder, unser Stargast aus Remscheid, der Uli. Mit der schönen Yamaha N-Max, da halte ich ja unheimlich viel von, das ist ja bekannt. Hallo. Der Wolfgang aus Gießen. So weit? Ehrlich? Aus Gießen kommst du? Ja, ich habe heute Morgen, hast du gesagt, ich soll kommen, weil gutes Wetter ist. Ist ja auch schönes Wetter, ja. Ja, so ist es. Soll ja heute auch der beste Tag werden, ja. Aber es ist halt schon eine lange Strecke. Ne? Ja, da ist die weiteste Anreise auf jeden Fall von allen. Also, morgen liege ich wahrscheinlich flach. Alles hier, wunderbare Maschinen. Da kommen noch ein paar tote Hosen. Hier noch eine Honda ATV 350.
Hier eine Forza 350. Ist ja baugleich eigentlich mit der anderen Maschine. So, hier noch ein paar. Ja, und hier ist er wieder aus Langenfeld dazu gereist. Der Forza Markus, unser Stargast des heutigen Abends. Locht Ulrich hier im Fachgespräch mit dem Forza Markus. Forza Markus gibt wieder Tipps ohne Ende hier. Leute, die sind alle falsch, oder Alex ist nicht. Hallo, ja, noch fit. Einer hier. Wenn wir Autobahn fahren, kommt nur der Guido mit. Dann fahr du vor und ich fahr hin als Letztes. Ja. Ja, zur Not sammelst du die ein und bringst die alle mit. Für 5 Euro fahre ich aber auch jeden abholen. Pro Person. So, da fahre ich mal vor. Jo. Fahr mal neben mich, fahr mal hier hin. Gut, wir fahren gleich vor. Wir sind jetzt. Wir müssen noch ein bisschen warten, bis sie alle jetzt hier. Warten, bis sie alle da fertig sind. Aber wir werden natürlich alle auseinandergerissen, das sind zu viele, weißt du? Ja. Wolle, bleib schön bei mir. Ja, ja. Sonst fährst du den ganz komisch. Das wird nicht klappen, wir sind zu viele, weißt du? Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Das ist ja cool, ne? Das ist vorne. Das riecht vorne, ne? Hör mal, der Sound ist besser als bei dir. Ja. Ja, ist Euro 4, Junge. Hast du nicht? Nee, leider nicht. Die hört sich ganz sexy, hört die sich. Ja. Das sind die gleichen Modelle, ne? Ja. Und ja. Deswegen darfst du ja auch ganz vorne fahren. Yamaha führt. Erst kommt Yamaha und dann Honda. Den zieh ich jetzt ab. Guck mal, der Junge, der guckt schon ganz gut. Ich bin zu dick, der ist so schnell. Ja, der hat eine 150er. Ja, der 17 PS. Ja. Und der wiegt ja nichts, der Hering.
Über 5 mehr, wie wir haben. Ja. Und 40 Kilo leichter. Ja. Da kommt doch noch zu. Wenn der jetzt damit angibt, darf der nächste Mal nicht mitfahren. Fahr. Fahr, immer geradeaus. So, fahr, warte mal, warte mal. Fahr, fahr, fahr. Ja, ich muss ja auch mal ein paar Leute von hinten filmen. Ja, das bringt ja nichts, wenn ich vorne alleine wegfahre. Und ja, das ist ja auch Blödsinn dann. Weil so kann man ja schönere Aufnahmen machen. Ja. Rollerwolle wird schon nervös. Rollerwolle verfolgt von Roller Alex. So, fahr wieder, komm, fahr. Oh ne, jetzt haben wir da noch den dicken Transporter davor. Ach, der biegt ab, ja. Das ist gut. Das ist ja gut. Ah, warte, ich stell mal einen mal da vorne hin. Hat hier noch einer Platz? So, Freunde, das ist jetzt hier der erste Stopp hier im Oberbergischen. Und zwar Paradies, Esel, wo wir hier stoppen. Dabringhausen und Remscheid die Richtung gleich. Und hier der junge Mann mit der weitesten Anreise hier. Ja, hallo.
Hallo, grüßt euch. Hallo Christoph, du hast mir nicht geglaubt, dass ich hier hinfahre. Jetzt bin ich hier. Wo kommst du her? Wie viele Kilometer ist die Anreise gewesen? Aus Gießen und ungefähr 170 Kilometer bin ich jetzt gefahren, damit ich endlich mal den Alex kennenlerne, weil das ist nämlich ein cooler Typ. Ja, finde ich auch. Hier, Markus wieder. Ach, es gibt ja mir auch noch Geld. Er gibt mir für die Aufnahmen immer Geld, aber ich will das eigentlich nicht. Aber ich nehme wieder ein bisschen an. Ich möchte ins Fernsehen. Er wartet immer noch auf die Werbung. Er möchte gern für Schappi Werbung machen, weil er glänzendes Haar hat. Oh. 3 Euro? 3. Hast du das? Was? 3 Euro? Habe ich gerade drin geholt. Ist er der Vorsitzende? Aber nur 3 Minuten. Ja. Ich muss nochmal 3 Euro. Dann hast du die aber auch noch nicht lang. So, hier sind noch die Leute, die ganz schwer am Essen sind hier. Hallo! Mich erwischt man wenigstens nicht beim Essen hinterher. Und wie schmeckt es denn? War gut, ja. Gut. Aha, ja, dann geht es. Ja. Paradies am Esel. Name ist komisch, aber Essen ist gut. Er hat auf jeden Fall die weiteste Anreise, fast 200 Kilometer. Das ist schon Wahnsinn, ja. Wenn du machen willst, hast du fast 1000 Euro. So sieht's aus. Ich sage gerade zu dem einen da vorne, ich sage, wo kommst du her? Der hörte gar nicht dazu. Ist doch egal. So, hier da hinten dann nochmal zwei tote Hosen, die da rumsitzen, da hinten. Hier, Locht Ulrich und hier der KTM-Heizer, der ganz schwere Maschine fährt hier. Er würde uns alle nass machen, aber er lässt es sein heute. So, fahrt mal. Fahrt. Nee, fahr du vor. Nee, fahr, ich komm doch nachher. Ich will doch ein bisschen Aufnahme machen. Fahr ruhig. Du weißt ja gar nicht, wo lang. Einfach geradeaus, ich überhole dich schon wieder. Komm, fahrt alle. So. Ja, fahrt. Fahrt alle.
hat zu viel ein, ist die Kurve. Ja, ja. Ist ja gut so, dann kann ich immer nach vorne fahren wieder. So, hier trennen wir uns gleich. Die einen fahren nach hier, die wollen ja nach die Richtung. Die anderen fahren nach Wuppertal, Köln und weiß ich was anderes. Ja, ich werde gleich auch dahin drüber fahren, dann werde ich meinen Schwiegervater auf die Wurzel fahren. Ja. Weil hier trennen wir uns gleich. Die einen fahren ja nach da, die anderen fahren nach da, weißt du? So, alle, die nach Remscheid und nach Wuppertal müssen, die fahren da lang und die anderen fahren wieder da lang. Da ist ja Wuppertal und Remscheid. Und da geht es wieder runter nach Leverkusen und Leichlingen. Und alles. Ich weiß ja nicht, wo ihr jetzt... Ihr müsst ja... Wo? Nee. Fährt der von Haus aus so oder hast du den getunt? Nee, der ist original so. Original? Ja, 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 der ist schnell. Ich meine, gut. Da liegt ja auch daran, ich fahre ja schon viel lange, ich fahre ja 40 Jahre Roller. Da fährst du ganz anders in den Kurven und ja, sowas, ja. Ja, gut. Das macht ja kein anderer so. Wisst ja. Immer, was da liegt. Ja, dann hast du, ja, da kann immer mal was liegen. Da kannst du so, wenn du in der Schräglage ausweichen musst. Ja, wenn da Öl ist oder Sand ist, dann bist du meistens sowieso weg. Da kannst du nicht, ja, dann ist natürlich scheiße, dann ist das immer so. Ich mach das ja nicht zum Angeben, sondern weil ich ja wieder nach vorne muss. Sonst wisst ihr ja gar nicht, wo wir hinfahren. Ja. Ich will nicht die Mädels beeindrucken, war ja nur eine da. Ich wollte ja heute Abend schon gucken. Ich habe mir das. Ja, ja, hast du Pech. Schön auf die Couch. Ja, also. Ja. So, komm, Jung. Markus. Ja, gut. Wolltest du direkt nach Hause oder was? Nee, wir fahren erstmal so. Wir machen uns gleich mal vom Acker hier. Da ist immer zu viel hier mit der ganzen. Ja, machen wir schon. Du hast mir ja kein Brot mitgebracht. Wir fahren nach Opladen zum. Fahren wir mal hinterher. Komm. Warum nicht? Ist doch gut. Scheiße, ach, das ist doch gut, Burger King. Besser als McDonald's. Tschö. Ich muss erst mal meinen Roller suchen. Das erste Mal, dass ich auf Kennzeichen gucke, um meinen Roller zu finden. Ja, macht es gut, Leute. Ja. Bis dann. Ja, die meisten haben ja meine Nummer. Wir bleiben ja in Kontakt. Ja. Ja, so Markus, dann sag doch mal, wie fandst du das Rollertreffen denn heute? Cool. Das Wetter hat mitgespielt, die Leute waren alle nett, hat gepasst. Ja, das war eine prima Truppe, das finde ich auch. Müssen wir unbedingt irgendwann mal wiederholen. Das ist natürlich problematisch, wenn so viele sind, aber das hat ja gut geklappt mit dem Zusammenfahren. Müssen nur zwischendurch müssen welche Navi dabei haben, damit wenn man sich verliert, dass die zumindest den Punkt wissen, wo wir hinfahren. Ja, dann ist das ja kein Thema mehr. Aber so war cool. Hat Spaß gemacht. Ich bin ja jetzt am Ende nochmal mit dem Markus unten zum Rhein gefahren. Ja, der hat mich ja wieder gelockt. Ihr wisst ja, wie er mich kriegt. Also mit dem Schnitzel ausgeben. Ja, brauchst du nur einen Schnitzel hinzuhalten, dann läuft er dir hinterher. Und eine Cola. Der Markus gibt mir jetzt hier wieder einen lecker Schnitzel aus. Ich ohne Zucker. Ja, der hat mich wieder gelockt hier. Sagte, komm Alex, wir fahren nochmal runter zum Rhein. Ich zeig dir mal ein richtiges Schnitzel, wie lecker das schmeckt. Und da hat er mich wieder gekriegt hier. Ich habe den nur mitgenommen, weil ich nicht alleine esse. Ach so, Freunde, was ich euch sagen wollte, schreibt dem Markus mal, dass der ein Video hochlädt. Nein. Der hat schon 5 Abonnenten auf seinem Kanal und hat noch kein Video hochgeladen. Bitte schreibt ihm, dass ihr unbedingt wollt, dass er das erste Video mal hochlädt. Du machst ein Video. Also Leute, schreibt ihm. Der macht ein Video, ich verspreche es euch. So Freunde, Schnitzel ist da. Sieht lecker aus. Und ich und der Markus, wir sagen dann schon mal Tschüss. Wir wollen uns hier verabschieden, unten vom Rhein. Ich glaube, ich hoffe, ihr lasst mir einen Daumen hoch da. Markus, sag auch mal Tschüss. Ja, Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also, Kanal abonnieren. Daumen hoch wäre schön. Und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.